So, liebe Leute, hier ist das Abakel und ich habe mir einen Kumpanen eingeladen. Und zwar ist das der Eis. Sag mal hallo. 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 So, wir spielen jetzt hier lustig im Multiplayer. Und du hast dein Deck gewählt? Ja. Sehr gut. Dann fangen wir mal direkt an, würde ich sagen. Ich hoffe mal, das stürzt nicht die ganze Zeit ab oder so. Diese Desynchronisationsfehler. Das ist ja nämlich scheiße. So, gucken wir mal, wie mein Deck an. Das ist, ja, komm, nehme ich. Nehme ich. Ja, behältst die Karten in der Hand. Ja, ich halte die Karten in der Hand. Oh, ich befürchte, wir haben dieselben Decks gewählt. Sag's nicht, das wird so ein Mirror-Match, wie letztens aus einer. Oh Gott. Das war beide die dieses Kreatur der Tiefen, das war ein Spaß. Und jetzt so eine Überraschung gespielt, nochmal den Sumpf! Und der ist natürlich jetzt doof, den zu spielen, aber ich will... ja, komm. Und das ist Hammer dasselbe. Du wirst es gleich sehen. Oh nein, da kommt doch garantiert genau dasselbe. Erfindungsreicher. Ich spiele erst aus dem Mondhorn. Ja, wir haben dasselbe. Wir haben dasselbe. Toll, jedes Mal, wenn ich irgendwas spiele, kriegst du einen Lebenspunkt. Ja, super. Gut, ne? Habe ich mir auch überlegt. Hast du dir gut ausgedacht. Hast du dir richtig gut ausgedacht. Mann, ey, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich nehme dich, Vampir-Nachtschwärmer. Und dann kriegst du erstmal einen Lebenspunkt. Wie schön. Das ist aber auch eine fiese Kreatur, ey. Ja, allerdings. Aber für das, was der hat, ist der viel zu günstig. Eigentlich schon, ne? Da kostet ja nur drei Mana kostet ja nur. Das ist ja fast nichts eigentlich. So, nichtsdestotrotz versuche ich dem etwas entgegenzusetzen. Ja, komm. Lebenspunktverknüpfung und sowas. Lebenspunktverknüpfung. Schön, dass man sich auch die Karten, wo man Kreaturen zerstören kann, die nicht schwarz sind, jetzt total gut vielen was nützen. Aber so richtig. Zack. Ja, das hast du nicht mitgedacht, ne? Gerechnet. Ne, habe ich nicht mitgedacht. So, hast du es nicht mitgedacht, dass ich sowas im Deck hab? Doof. Was meinst du, wann kommt der erste Download-Content dafür? Ja, ich denke nicht, dass sie sich sehr viel Zeit damit lassen. Ich glaube auch nicht. Dafür sind die zu gierig. Ich kann dich ja schon so angreifen, weißt du? Das ist schon wieder 19 Lebenspunkte. Einfach nur, weil wenn ich da spiele, kriegst du Lebenspunkte dazu. Wenn du was spielst, kriegst du was dazu. Immer. Das Problem ist aber, dass ich hätte mir mit dem ersten Zug nicht so lange Zeit lassen sollen. Jetzt hast du ja schon voll die Übermacht. Ich kann ja schon fast sehen, worauf es hinausläuft. Ja, sag niemals nie. Das ist, Magic ist ein, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es kann sich schnell ändern, das Ganze. Hast du das Deck wenigstens komplett oder hast du da noch keine Karte freigespielt? Komplett nicht. Also komplett habe ich es nicht. Ich habe, ich glaube, keine Ahnung, 4, 5, 6 Karten oder so frei davon. Okay. Wenigstens etwas. Genau, aber vernichte wenigstens einen. Vernichte wenigstens den einen ohne Lebensverknüpfung. Ja. Stimmt, hätte ich vielleicht auch mal drauf achten können. Ja, aber die anderen sind fliegend alle. Hast du denn gerade eine Fliegende gehabt? Nee, eben nicht. Was war das denn jetzt? Was? Was war das denn? Es darf immer nur eine legendäre Kreatur im Spiel sein. Ach, die ist legendär? Ja, das habe ich jetzt aber auch irgendwie übersehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie legendär ist. Ich meine, die glänzt gar nicht. Oder? Die glänzt oder goldet oder tatsächlich legendäre Kreatur. Ich hab bescheuert. Was ist denn an der legendär? Ja, die hat alles, ne? Die hat Eile, die hat Erstschlag, die ist fliegend. Ich schon wieder. Aber dafür ist das Bild besonders scheiße. Ist sehr alt, glaube ich. Ja, ich glaube, also zumindest sieht es alt aus. Wenn ich jetzt so Bilder hier, wie zum Beispiel hier dieser Vampir-Nachtschwärmer da, sehe, das sieht ja 10-mal so gut aus. Ja, ich habe ein paar von meinen alten Magic-Karten mal wieder rausgekramt, die hier in den Planeswalkers auch drin sind. Und der Nachtmar sieht bei mir zum Beispiel ganz anders aus. Ja, klar. Wir haben viel überarbeitet. Ja, sicher. Das meine, die legen auch viele Karten einfach nur neu auf und kriegen ein neues Bild. Dann kriegen die neuen Sticker da rein, was für ein Set die sind und das war's. Boah, du hältst dich so hoch, ey. Das ist der Wahnsinn. Ich versuche mein Bestes.
Das ist der Wahnsinn. Jetzt kriege ich das Ding auch noch. Und ich kriege noch mehr Lebenspunkte. Ich nehme dich. Also wie war das noch? Blocken und dann opfern, ne? Ja, scheinbar. Da genau, du musst den Timer anhalten und dann... Ah! Ja, naja. Hat's geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Geklappt? Nee, scheiße. Das habe ich aber auch noch vorher irgendwie nicht gehört. Muss irgendwie genau diesen Zeitpunkt, wo du das Blocken schon deklariert hast, aber der Kampfschaden noch nicht zugeteilt wurde. Den Zeitpunkt, den musst du abpassen. Die eine Herausforderung, die hat mich auch zur Weißglut getrieben, wo man die ganzen opfern muss. Ja, genau. Nur um diesen 188er dann zu blocken, da bin ich wahnsinnig geworden. Ah, da fliegen die 3-3er, das ist ja was. Ja. Perverso. Wie war das jetzt? Immer wenn eine Kreatur stirbt, die der Gegner kontrolliert, erhält sich 3 Lebenspunkte. Ja, alles klar. Also, kriegst 3 Lebenspunkte und dann krieg ich da nochmal einen Lebenspunkt. Und da holt er den mit Blutdurst. Ja, natürlich aber. Da habe ich hier grob diese Option. So eine fliegende 3-3 ist jetzt aber ganz schön zum Kotzen, sag ich einfach. So. Das ist einfach mal zum Puken. Ja, 3. Ich hab ja noch 31 Lebenspunkte. Hab ich ja gerade erst gesehen, Alter. Jetzt hab ich wieder 32. Ich bin aber auch noch bei 17, also ich hab hier eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, du heilst dich ja ständig hoch. Boah, das ist echt... Weißt du, ich darf eigentlich nichts beschwören, weil du dich sowieso mal wieder hochheilst. Ich nehme dich und ich nehme dich. Puke. Also. Ich weiß es nicht. Ich denke, den da. Ne? Weil der ist ja böse. Oh, du kriegst da... Nee. Ja, was für eine Scheißkreatur da? Ja. Was hast du denn da? Was soll das? Wie fliegen? Ach, das ist ja... Lebenspunkte zu erhalten und so eine Scheiße. Was ist das denn jetzt? Ja. Ach, du wächst ja Mist. Dreck. Zack. Überall Dreck. Sieht schon gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, war schon wieder 22 Lebenspunkte. Ich habe schon zigmal angegriffen, zig deine Kreaturen vernichtet und was ist? Da kommt... Das ist der Unterschied zwischen einem komplett freigeschalteten und einem nicht freigeschalteten Deck. Ja, Mirror Decks sind scheiße. Ja. Das kann ich jede Runde an Lebenspunkte. Habt ihr doch ganz... Guck mal, ich habe noch 68 im Stapel, du hast noch 50. Ja, siehst du mal. Aber wie ich in der alten Version mal entdeckt habe, ist es total egal, wenn man keine Karten mehr im Deck hat, weil den Endgegner habe ich nur besiegt, da hatte ich 0 Karten im Deck und er auch, und das war so ein Endlosgezerge. Oder einer vor oder irgendwie sowas. Vielleicht rede ich doch gerade total Blödsinn, ist auch egal. Kein Problem. Und ich sehe gerade, ich habe überhaupt nichts mehr Fliegendes. Ja, da kommt dann so eine 4-4er da raus. Die auch noch fliegt und so. Grüßt mit dem Himmel. Was ist das denn da schon wieder für eine neue? Ja, genau. Perversität, ey. So eine fliegende Perversität. Ah, komm, noch ein Sumpf, falls er so viel bringt jetzt. So, jetzt haben wir noch 21 Runden vor uns. Komm, die Seele hast du bestimmt nochmal. So. So, das ist mein Anspruch. So. So, das hier ist eine perverse Karte. Und zwar... Ist das diese Korruption? Ja, genau. Ja, es ist Korruption. Und jetzt hat man haben sich die Situation schon wieder gewechselt. Ich habe mehr Lebenspunkte als du. Ja, so viele Lebenspunktschaden, wie du Sumpf kontrollierst und bla bla, die Sülz. Gesülz, genau. Gesülz. Die Korruption habe ich übrigens zweimal in meinem Real-Life-Schwarzdeck. Zweimal. Mies. Die ist echt richtig mies. Und es wird noch mieser, weil ich noch mehr Mana habe. Ist das Deck selbst gebaut? Oder ein... Das ist mehr oder weniger selbst gebaut, ja.
denn auch nach Regeln gebaut? Die Karten dürfen nur so und so oft drin sein und so weiter. Ja, ist sowieso mal jeder Karte nur viermal maximal. Ja, das ist kein Turniershit, weißt du, aber... Das heißt aber auch immer vier Karten, ein Land oder fünf Karten, ein Land. Oder ja, so. Ich mach das nach der ein Drittel Landregelung. Ein Drittel, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe da so eine schöne Excel-Tabelle erstellt, wo ich dann Webseiten gekramt habe, wie viele Länder da drin sein sollten und das sieht ganz gut aus. Sehr schön. Guck mal, wie ich das Platz jetzt gedreht habe. Guck mal, guck, ich habe schon 16 Lebenspunkte, du hast 28, hast eine riesen fliegende Armee vor der Nase. Ich sag, oh, guck mal, was ich jetzt für eine tolle Karte spiele. Pass auf. Und ich finde dich, Sumpf. Ja, schön. Ich wähle dich, Sumpf. Mach ihn tot. Ich werde dich so... Ja, Spaß mit Karten. Aha, was mache ich jetzt hier? So, 3-2 Herrschafter. Ich habe übrigens auch die Kampfanimation sowas ausgeschaltet. Na Gott sei Dank. Die ganzen Leute dann noch so, warte mal aus hier, Noob und so. Kann ich verstehen. Kriegst du für Lebenspunkte wieder ein? 30! Ah! So, ich wiederhole deinen Zug von eben. Sumpf! Mach ihn fertig. Boah, ist das scheiße, ey. Oh, nur gegen so einen fliegenden Mist zu spielen. Zack, 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 immer auf Konfrontationskurs. Man könnte sich ja auch schon fast darüber einigen, die Decks vorher abzusprechen. Das ist schon wieder so eine Scheiße. Ja, ich muss sagen, ich hab's schön rumgerissen. Oh, pass mal auf. Sumpf! Ich würde sagen, meine Herrschaften, da ist zu viel Sumpf im Deck. Ich kann jetzt gar aus dem Gedächtnis kenne ich jetzt keine schwarze Karte, die 10 Mana braucht. Boah, alter Schwede. Und? Sumpf. Wieder Sumpf? Ja! Ist das nicht so, wer die meisten Sümpfe hat, gewinnt? Oh, nein, leider rechnen. Nicht. 2 und 4 sind 6. Und 3 sind 9. 9 sind, ja. Sind win. Vorbei. Alles hat Abak besiegt. Ja, schön, ne? Ist das nicht herrlich? Na warte, wenn du mal hier vorbeikommst. So viel dazu. Wenn du mal hier vorbeikommst, dann hau ich dir das breit. Aha. So, ich glaube, ich mach mal kurz die Aufnahme zu Ende und damit das Video nicht zu lang wird, dann sehen wir uns nämlich gleich wieder. Bis dahin, tschüss.